Diese Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobo gesehen haben. Hey, nicht schlecht.
aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir sie an der Landeplattform. Pass gut auf dich auf, ja? Schon okay, BD. Wir finden einen anderen Weg. Danke, mein Freund. Gehen wir. Und los geht's, Kumpel. Sie? Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Tenelor gefunden? Das ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für Sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben, aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Dagon Gerra. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenelor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium.
Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja. Könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease? Wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putoni-Gewebe könntest du mal saugen. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Hm. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jedha! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mach noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Und los, BD. Hey, du siehst aus, als wäre mit dir nicht zu spaßen. Im Ernst? Ja, als hättest du vor nichts Angst. Vielleicht findest du ja raus, was hinter den Gerüchten steckt. Draußen in der Nähe der Höhlen steht eine Hütte. Die Leute nennen sie Keys Werkstatt. Was ist in der Werkstatt? Unheil. Und möglicherweise Schätze. Habe ich jedenfalls gehört. Könnte einen Besuch wert sein, wenn du mal in der Gegend bist. Ich beiße nicht. Versprochen. Bei dir jemals nichts schlimm. Der Einsatz war höher, Mausi. Dieser Blick von Sieg und seinen Ersten. Mal sehen, was wir hier finden. K-
Kerl. Du kennst doch den Wasserfall am Wald, oder? Ist das die Stelle, an der die Raider gern lagern? Leider ja. Diese abscheulichen Grobiane. Nun, wir sollten diesen Juwel von einem Planeten alle miteinander genießen. Dann ist unsere Expedition abgeblasen? Es sei denn, du willst durch ihr Blasterfeuer laufen. Nein, danke. Kann man sich auf diesem Planeten irgendwo gefahrlos mit Freunden entspannen? Es gibt ein paar Ecken ohne Raiders. Aber Kobo ist nicht mehr wie früher. Schön, dass ich das mit einem Freund teilen kann. Bemerkenswert, oder? Hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim. Aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben. Und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, ha? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Ciao! Wie schön, Sie zu sehen! Ich freue mich auch, Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, würde ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Ich denke, dass noch viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Nicht schlecht, was, Kumpel? Die Bedingungen sind perfekt für einen Garten. Ich muss Samen finden, wenn ich etwas anpflanzen will. Thank you.
Hallo, Reisender. Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. Ich habe den Weg versperrt. Es tut mir leid. Leb wohl. Oh, ein Neuankömmling. Wer sind Sie? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu retten? Wir waren nur am Erkunden. Wie lange bist du schon hier? Wir sitzen schon seit mindestens einem Standardzyklus hier in der Falle. Vielleicht länger. Wir? Ah, ja, ich bin allein. Und das schon länger. Aber Sie haben den Weg freigemacht. Sind die Raiders weg? Wir haben uns um Sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja, ich kehre zum Außenposten Rampers Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ah, der Geruch hier unten ist intensiv. Konzentration. Mein Sohn. Was ist das? Säure? Halten wir Abstand. Die Plattform ist wohl nicht hier. Die Raiders haben diesen Ort vermint.
glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Außenposten. Ja. Ich frage mich, wie viel von unserem alten Zuhause übrig ist. Beep, 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 beep.